Und aus München ist nun zugeschaltet Heinrich Bedford-Strohm. Er ist der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Grüße Sie, Herr Bedford-Strohm. Und dieses Osterfest, das ist ja ein ganz anderes diesmal. Was heißt das für Sie? Denn schließlich sind ja auch seit Wochen Gottesdienste untersagt. Ja, glücklicherweise sind Gottesdienste nicht verboten, sondern es gibt ein Versammlungsverbot in Kirchen. Wir werden kraftvolle Gottesdienste feiern an Karfreitag, in der Osternacht und am Ostersonntag über andere Kanäle, über Radio und Fernsehen und über ganz neue digitale Kanäle. Wir erleben die Passionszeit und das Osterfest so intensiv wie selten. Denn die Geschichte des Leidens und Sterbens Jesu Christi, die wir ja in der Passionszeit bedenken, verschränkt sich in ganz besonderer Weise mit den Erfahrungen der Menschen gegenwärtig. Jesus hat am Kreuz, das waren seine letzten Worte, geschrien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und diese Gottverlassenheit, die spüren jetzt viele Menschen auch. Menschen, die auf den Intensivstationen liegen, Menschen, die mit dem Tod ringen oder Angehörige, die nicht wirklich Abschied nehmen können von ihren Lieben, aber auch die, deren wirtschaftliche Existenz wegbricht. Sie alle sind hineingenommen in diese Passionserfahrung. Und deswegen werden wir im Lichte dieser Karfreitagserfahrung eben dann auch den Osterruf laut und deutlich ins Land rufen, vielleicht auch ein bisschen trotzig in diesen Zeiten. Aber zeigt das auch in diesen Zeiten, die Kirche ist modern und sie kann auch digital? Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon in den letzten Jahren vieles dafür getan, um digitale Möglichkeiten auch in unserer Kirche zu entdecken. Da ist gerade ganz viel unterwegs. Und jetzt erleben wir, dass überall vor Ort die Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch viele Ehrenamtliche ganz kreative Ideen haben, um unsere Botschaft, die gerade jetzt so wichtig ist, um die in die Herzen und in die Häuser zu bringen. Das ist in all dem Schweren, was wir gegenwärtig erleben, auch manchmal etwas sehr Beglückendes zu sehen, wie viel Kraft auch in unserer Kirche gerade in dieser schweren Zeit ist. Haben Sie das Gefühl, dass auch eine neue Verbundenheit entsteht zwischen den Gläubigen und der Kirche? Ich erlebe das schon an vielen Orten, etwa über die digitalen Kanäle. Ich mache selbst jeden Morgen ein Facebook-Video. Zwischen Aufstehen und Frühstück gehe ich raus und sage ein geistliches Wort zu einem bestimmten Thema, einem bestimmten Bibelwort. Und ich erlebe, dass viele Menschen darauf reagieren und dankbar dafür sind. Und da ist so ein Gefühl der Verbundenheit, was ich jeden Morgen spüre. Das ist ein Beispiel unter vielem, was in unserer Kirche gerade passiert, sodass es schon meine Hoffnung ist, dass diese ganz besondere, diese ganz außergewöhnliche Erfahrung, wo wir ja eigentlich sehr, sehr traurig sind, dass wir nicht in den Kirchen unsere Gottesdienste feiern können, dass da jetzt auch der Keim für etwas Neues steckt, was mir auch Hoffnung macht. Passt ja auch zu Ostern. Aber Herr Bedford-Strohm, wie lange ist das denn durchzuhalten? Wir haben bisher zwar eine Diskussion über die Exit-Strategie, aber wir haben eigentlich nur das Datum 19. April. Bis dahin gelten ja sowieso die Ausgangsbeschränkungen und auch die Kontaktsperren. Also auch die Kirche kann das doch nicht ewig machen. Natürlich vermissen wir unsere Gottesdienste, wo wir in den Kirchen zusammen sind. Und das natürlich auch gerade an Ostern. Wir sagen trotzdem jetzt Ja dazu, weil wir sonst unsere eigene Botschaft konterkarieren würden. Denn diese Botschaft redet ja von Gottesliebe, die untrennbar verbunden ist mit der Nächstenliebe. Und Nächstenliebe heißt, dass wir alles tun, was wir können, um die besonders gefährdeten, verletzlichen Menschen vor dem Risiko zu schützen und Leben zu erhalten. Deswegen sagen wir jetzt Ja dazu. Aber ich hoffe natürlich schon sehr, wenn es Lockerungen geben kann, ohne dass Ansteckungsrisiken dann wieder ansteigen, dass wir dann Formate finden mit großen Abständen, die dann dieses Ansteckungsrisiko wirklich minimieren, in denen wir auch wieder in den Kirchen zusammen sein können. Und natürlich liegt mir ganz besonders am Herzen die Seelsorge an denen es schlecht geht, vielleicht sogar den Sterbenden. Bei denen ist es ganz besonders wichtig, dass Menschen hin können, sie begleiten können, dass wir würdige Beerdigungen abhalten können und Menschen in diesem schweren Weg auch die Kraft und die Begleitung Gottes spüren können. Das ist unser allererstes Anliegen. Heinrich Bedford-Strohm, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihnen natürlich frohe Ostern und vor allen Dingen bleiben Sie bitte gesund. Danke, das wünsche ich Ihnen auch und wünsche Ihnen vor allem in all diesen Tagen Gottes Segen von Herzen. Danke Ihnen.